Vielleicht bilde ich mir alles nur ein. Was bildest du dir ein? Das könnte das größte Geschäft werden nach unserer glorreichen Niederlage. Das Wort Niederlage ist doch wohl fehl am Platze. Sie sind stärker geworden, meine Herren. Und wir werden es demnächst ebenfalls sein. Mein Schwiegersohn hat Pech gehabt. Es besteht wenig Aussicht auf völlige Genesung. Vorgesehene Laufbahn ist also... Es war eine fast saubere Bombe, hat man Ihnen gesagt. Es war nicht das erste Mal, dass ich an einem Test teilnahm. Oder ist dir nicht klar, dass du große Schwierigkeiten mit deinen Dienststellen haben wirst, wenn du zu einem Zivilarzt gehst, der eventuell plaudert? Jetzige politische Propaganda. Verschwiegenheit. Und aus Ihnen habe ich ja mal einen richtigen Menschen machen wollen. Sie, diese dreckige Verdächtigung, die haben Sie erfunden. Und was würden Sie machen, wenn Sie Soltau wären und einen strahlenverseuchten Bundeswehroffizier in den Fingern hätten? Es gibt für uns nichts Wichtigeres, als zu wissen, wie wir jetzt leben werden. Ich weiß sehr gut, was für eine Wahrheit der Manfred haben möchte. Er will alles wissen über seinen Zustand, damit er, wenn es einmal sein muss, mit Haltung abkratzen kann. Vom Zustand der Welt aber, den er mit herbeigeführt hat, will er nichts wissen. Ich habe beide Augen zugedrückt, als du darauf bestandest, diesen von der Lohe zu heiraten. Ich denke aber nicht daran, meine Familie, meine Geschäfte dadurch ruinieren zu lassen. Flugzeuge, Bomben, Raketen, alles überflüssig. Der Wind bringt den Tod zu uns über tausende Kilometer. Immerzu. Jede Stunde. Jede Minute.